Hallo, mein Name ist Sarah Fischer, meine Sportart ist Gewichtheben. Also ich stehe im Moment vor der allgemeinen Europameisterschaft in Moskau. Die wurde auch schon von voriges Jahr auf dieses Jahr verschoben wegen Corona. Das ist auch die vorletzte Qualifikation für die Olympiade und danach schaut es wahrscheinlich ziemlich gut aus für die Olympischen Spiele. Also im Moment bin ich schon in der Wettkampfphase, das heißt, ich trainiere im Moment keine Wiederholungen mehr, sondern Einser. Ich trainiere dreimal in der Woche schwer, Montag, Mittwoch und Freitag. Freitag habe ich im Prinzip so einen Testwettkampf, da mache ich auf eine Wettkampfsimulation im Prinzip. Und ja, das mache ich jetzt bis zum Wettkampf. Naja, dadurch, dass ich im vorigen Jahr fast gar keine Wettkämpfe hatte, ist es ein bisschen mit der Motivation rauf und runter gegangen. Aber da es jetzt wirklich 4 Wochen vor dem Wettkampf ist, bin ich sehr motiviert und ich fühle mich eigentlich top in Form. Naja, dadurch, dass ich auf der Liste, die jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen ist, Fünfte bin, kann man schon um eine Medaille mitkämpfen, aber ich halte mich da lieber zurück. Ich sage lieber, ja, 5. Platz passt schon, überrascht mit einer Medaille, wie im Vorhinein zu sagen, so, ja, Medaille fix und dann geht es vielleicht nur der 4. Platz aus. Von dem her lassen wir uns alle überraschen.